werden angegriffen von Triade und Sklaven. Warum jetzt nichts töten, Triade? Achso. Kräfte egal, Triade schwach, mich stark, also erzähl, was hier los. Ja, ihr meint, ihr seid nicht hierher gekommen, um mich zu vernichten? Nein. Kommen, um Hilfe zu finden für Geist von Wälder. Oh, wie schrecklich. Es tut mir so leid. Aber ich war mir so sicher, dass ihr... Oh, ich weiß gar nicht, wie ich das denken konnte. Das kann ich nie wieder gut machen. Ich habe mich getäuscht. Wie war das nur möglich? Ihr kamt, um mich zu töten. Dieser Gedanke kam mir in den Sinn, als ich spürte, dass ihr in der Nähe meines Baumes seid. Ich wollte euch doch nur aufhalten. Könnt ihr mir jemals... Nicht wehgetan, aber eure Sklaven sind durch euren Fehler getötet. Schätzen können vergeben, aber jetzt müssen helfen, so gut wie können. Oh, ich danke euch, liebe Dame. Ihr seid sehr gütig. Und jetzt werdet ihr einen Schluck trinken. Ist das ein Stück Hemd oder ist es ein Stück Bauch? Das sieht auf jeden Fall sehr komisch aus, weil die Lichtverhältnisse so anders sind hier, so sehr seltsam. Gut, ich wünschte nur, ich hätte meine Kräfte noch. Ich weiß nicht, wie sie geworden sind. Wie lange ihr schon haben, diese Schwierigkeiten? Vor ein paar Wochen war ich am Fluss und sah den Fischen beim Springen zu, als ich plötzlich Gefahr spürte. Ich blickte mich um, dann lief ich das Ufer hoch in einen kleinen Hain. Ich konnte nichts sehen, doch mein Gefühl der Furcht verstärkte sich. Dann durchzuckte mich ein innerer Schmerzensschrei. Es war, als hätte mir jemand einen Dolch in den Kopf gestoßen. Ich wurde davon überwältigt und fiel bewusstlos zu Boden. Als ich aufwachte, spürte ich immer noch Angst und das Gefühl, dass der ganze Wald Schmerzen litt. Was Grund für viel Schmerz? Es war der Geist der Wälder. Ich habe seinen Schmerz und seine Furcht seitdem jeden Tag gespürt. Er ruft fortwährend um Hilfe. Ich versuche mit aller Kraft bei Verstand zu bleiben, doch ich fürchte, ihr habt gerade erleben müssen, wie ich diesen Kampf allmählich verliere. Nach einiger Zeit ging ich nicht mehr so weit von hier fort. Seit kurzem kann ich nicht einmal mehr meinen Baum verlassen, so groß ist die Furcht. Haben viel gelitten, würden auch verrückt bei so viel Angst im Kopf. Es ist sehr tröstlich, euch das sagen zu hören. Ich fühle mich, als würdet ihr mir Kraft geben. Die Furcht ist nicht so allgegenwärtig, wenn ihr sprecht. Nun, ich schätze, ich sollte euch noch mehr mitteilen. Das erste Mal, als jemand an meinen Baum vorbeikam, bezauberte ich ihn mit meinen Kräften und ließ ihn in meinen Heim bewachen. Bei den nächsten paar Leuten war es auch noch recht leicht, doch es begann schwerer zu werden. Jetzt habe ich keine Kraft mehr übrig, wie ihr seht. Ich weiß nicht, was ich nun machen soll. Wollen helfen, deswegen müssen Geist von Wäldern finden. Wissen, wie das machen? Ich glaube nicht, dass es möglich ist. Der Geist ist ein Wesen des Lebens wie auch des Todes. Und nur er kann das Portal zum anderen Reich durchqueren. Was meinen von Leben wie auch von Tod? Der Geist lebt in einem anderen Reich, irgendwo zwischen den Welten der Lebenden. Er ist das einzige Wesen dieser Ebene, das durch das Portal treten kann. Das Portal befindet sich in einem Becken unter einem Wasserfall, aber es wird euch nichts nutzen, wenn ihr es findet. Das wird niemanden nutzen. Sicher, nur Geist gehen durch Portal, sonst niemand? Nun, das haben schon viele versucht, aber nein, das ist keine gute Idee. Vergesst es. Der Geist ist der einzige, der das tun kann. Habe andere Idee, sagen, bitte sagen, was? Vor langer Zeit behauptete ein Druide, er wisse, wie man das Reich des Geistes kommt. Er meinte, er habe den Weg nach jahrelangem Studium entdeckt. Nicht, wie er das Portal durchqueren wollte, aber ich war neugierig und folgte ihm. Er ging zum Becken und errichtete einen Altar, aber dann tat er etwas ganz Seltsames.
Er zog einen Dolch und rammte ihn sich in die Brust. Sein Körper versank unter der Wasseroberfläche, doch als ich am Becken ankam, war er verschwunden. Dieses Rätsel habe ich davor gelöst, bevor ich in den Druidenhain kam, also in den Nymphenhain. Das geht nämlich auch durch Herausfinden, unterliegen ganz viele nessarinische Bücher rum später. Und dann kommt man auch so darauf. Ich meine, das Rätsel, das dargestellt ist, ist nicht besonders schwierig. Vielleicht hat er es ins Reich geschafft, aber wenn er tot dort angekommen ist, bin ich nicht sicher, dass er es wert war. In all den Jahren haben es schon viele versucht, aber ihre Leichen lagen dort und verwesten. Zumindest die meisten von ihnen. Was heißen die anderen? Sagen mir bitte. Vor ein paar Wochen kam ein Zwerg hierher. Er war böse und gemein und schien immun gegen meine Bezauberung. Er fragte mich nach dem Dolch, mit dem sich der Druide getötet hatte. Ich hatte keine Ahnung, wer er von dem Druiden wusste, aber ich hatte den Dolch als Andenken an den Druiden behalten. Als er mich bedrohte, habe ich ihm den Dolch gegeben. Ich habe den Zwerg seitdem nicht mehr gesehen, doch kurz bevor ich im Wald des Chaos ausbrach, fand ich den Dolch vor dem Altar. Aha. Wer weiß, was der Zwerg mit dem Geistesfall gemacht hat. Ihn haben? Ich habe ihn hierher zurückgebracht, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, wo ich ihn hingelegt habe. Der Schmerz überwältigte mich, bevor ich es hierhin schaffte. Der Dolch muss irgendwo in meinem Haus sein. Wenn ihr ihn sucht, werdet ihr ihn schon finden. Aber bitte, macht keinen Gebrauch davon. Ich möchte keinen weiteren Tod verschulden. An meinen Händen klebt bereits genug Blut. Schon gut, finden Geist und vertreiben Furcht. Ihr habt eine Stärke in euch, die jene Maske des Terrors verbrennt, die mein Leben in den vergangenen Tagen verdunkelt hat. Ich hoffe, so anmaßend das auch klingt, ich hoffe, dass ich euch wirklich einen Freund nennen darf. Gerne, leicht bekleidete Frau. Mir fällt weiter nichts ein, doch ich werde euch gerne Fragen beantworten, falls ihr wollt. Reichen, jetzt gehen. Tschüss. Danke für all eure Freundlichkeit. Ich hoffe, dass ihr eines Tages wiederkommen werdet, falls ihr den Geist heilen könnt. Dann kommt bitte wieder, damit wir unsere Freundschaft vielleicht fortsetzen können. Oh ja, gerne. Lasst sie uns mit einem Kelch goldenen Mets Tau-Tropfen begießen. Viel Glück bei eurer Suche. Es tut mir so leid, was ich euch angetan habe. Und auch der Tod meiner Diener, für den ich allein ich verantwortlich bin, tut mir entsetzlich leid. Das ist schön, dass sie so weit denkt, dass sie auch an ihre Diener denkt. Gut, dann werden wir mit den Haus. Wow. Da ist doch der Zeremonien durch. Direkt um die Ecke. Spiegel da. Zeremoniendolch und Abhandlung über den Geist der Wälder. Werden wir gleich mal lesen. Bei diesem modrigen alten Band scheint es sich um die Art des Buches, die Art Buch zu handeln, die irgendein versessener Gelehrter geschrieben hat, die dann aber nie von jemandem gelesen wird. Tja, er ist ein langer, äußerst langweiliger Text, der von einem gewissen Druiden namens Jordius Kaini geht. Oh Gott, Jordius Gaini Kitafix dem Dritten vor mehreren Jahrhunderten geschrieben. Kitafix, ja. Miraculix und Kitafix gingen in den Wald. Naja, der Druide verwendete lange, komplizierte und manchmal sogar sinnlos erscheinende Worte und Formulierungen, um Beobachtungen über den Geist der Wälder zu schreiben. Eine Seite wurde mit einem Eselsrohr markiert. Ja. Auf der Seite ist eine Textstelle unterstrichen und ein Vermerk am Rand zu finden. Das könnte bedeuten, dass jemand, wenn er einen Becken unter Wasserfall steht und stirbt, im Reich des Geistes wieder auftauchen würde. Vermutlich wäre er sogar am Leben. Dum, dum, dum. Der Spiegel der Eitelkeit, den möchte ich mal ansehen. Das sieht aus wie eine Lupe. Der Spiegel der Eitelkeit stellt jeden, der ihn blickt, auf magische Weise besonders attraktiv dar. Das Abbild im Spiegel ist so perfekt und täuschend echt, dass viele Leute, die den Spiegel benutzen, zu glauben beginnen, sie würden tatsächlich so gut aussehen, wie sie im Spiegel vorgegaukelt wird. Okay, ich glaube, den brauchen wir noch für irgendwas. Fragt mich aber nicht für was. So. Wir werden kurz speichern. Gut, in Anbetracht der Tatsache, dass wir diesen Zeremoniendolch hier gefunden haben, halte ich es für sehr unwahrscheinlich, dass ich damals in jungen Jahren
Das Rätsel um das im Becken wieder auftauchen, wenn man tot ist und so, wirklich zufällig herausgefunden habe. Ich glaube, dann wusste ich das schon irgendwie. Bier? Ja, Bier können wir da lassen. Oh, jetzt sind die freundlich, das ist ja cool. Oder? Können wir dann mit denen reden? Ja? Was passiert? Ich muss meine Familie finden. Nein! Autsch. haha, Tote erwecken. Lustig. Das ist bei der Falle. Loot, Loot, Loot tut gut. Die Abenteuer von Krin, Richard und Wu Wei. Die kennen wir noch gar nicht. Wu Wei. Gott, ist das lang. Naja, werden wir vielleicht irgendwann... Jetzt ist meine Stimme gerade ein bisschen angekratzt. Da möchte ich ihr nicht zumuten, dass sie das jetzt noch vorliest. Ah, das ist der Baum. Huch, ein Pixie. Ein Krick. Und noch ein Krick. Dieser Kampf wird euer letzter sein. Pixie gegen Pixie, Malani gegen anderen Pixie. Und noch eine Kiste. Oh. Überreste. Feenstaub. Ach, lass uns gehen. Ich glaube, Bodinok wurde bezaubert. Kann das sein? Wo sind wir hier überhaupt? Hallo. Oh, der Baum ist grün. Das habe ich gar nicht gesehen. Ist schön. Ja, so sieht der kahl aus, aber in Wirklichkeit ist er grün. Okay. Hallo? Ach, die kleinen Viecher sind auf jeden Fall, sich, wie heißt das nochmal? Feindselig? Ach, nervt doch nicht. Ach, ist sie verstrickt oder was? Aua, ich bin geblendet, was soll das denn? Falle Fika. Sehr schön. Ja, Malani macht ihr alle platt. No way, kein Ding. So, hier gibt es wahrscheinlich jede Menge Feenstaub, aber wir sind verstrickt in diese Sache. So, wir sind immer noch verstrickt, oder? Fast, ja. Feenstaub und 2 Gold. Wow. Das ist enorm, enorm. Das Nymphenheim hätten wir jetzt im Prinzip ab. Looten wir hier nur noch ein bisschen. Looten ohne Bluten. Das geht. Oh, ein blutroter Ring. Sehr schön. Ich frage mich, ob das vielleicht noch wichtig wird für irgendwen. Ist hier gerade ein Loot verschwunden? Ich glaube, es backt gerade ein bisschen rum. Waren wir hier schon drin? Ja, hier waren die verschiedenen Betten. Okay. Was haben wir denn hier noch? Wieder ein Riesenraum. Ah, noch ein Sklave ohne Willen. Wer bist du? Ach, Terrari! Der Terrari-Erfinderer. Hallo!